herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Ja, wir haben jetzt hier die erste Aufnahme im... Ja, eigentlich ist es nicht die erste Aufnahme im neuen Jahr, weil bei mir ist immer noch so der 31. Dezember 2013. Es ist also für mich noch nicht Neujahr. Noch nicht. Aber kommt noch, kommt noch. In wenigen Stunden ist hier dicke Silvesterparty. Deswegen dachte ich auch, ich nehme einfach nochmal ein bisschen auf. Man kann ja nie wissen. Schaden kann es nicht. Und ich habe auch irgendwie richtig Bock, mit euch quasi zum neuen Jahr jetzt einfach mal diese Höhle zu erkunden, die wir da gefunden haben. Und deswegen dachte ich, machen wir das jetzt mal so. Wir legen einfach mal hier den ganzen Krempel ab, so die ganzen Steine, obwohl die Erde können wir eigentlich mitnehmen. 16 Erde müssten ja eigentlich reichen, so. Das Holz lassen wir hier, so, Sticks. Ja, wir müssen uns auf jeden Fall dann nochmal ein bisschen Nachschub machen. Für schlechte Zeiten. Halt, nein. So, und dann kommt hier das Holz rein. Obwohl wir ja ein bisschen Holz ruhig mal mitnehmen können. Das Holz bleibt hier. Spitzhacken werden wir uns noch ein bisschen was machen. Und dann schauen wir mal. Die Werkbank nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Brauchen wir eigentlich gar nicht mal so viel Holz. Das werden wir jetzt nochmal ein bisschen in Sticks verbraten. Das Eisen brauchen wir nochmal. Und die Musik ist gerade ein bisschen laut. Sekunde. So, jetzt haben wir's. Was brauchen wir denn jetzt? Achso, ja genau, wir wollten uns eigentlich so ein bisschen Kram machen. So. Dann machen wir uns nochmal eine Spitzhacke. Für, wie gesagt, ganz schlechte Zeiten. Ich hoffe mal, dass die Höhle sich jetzt auch lohnt. Für eine Schaufel brauchen wir jetzt so gesehen, glaube ich, gar nicht mal unbedingt. Schwert haben wir ja auch erstmal. Eisenschwert, den Bogen, ja gut, okay, den brauchen wir jetzt nicht unbedingt so. So, das Eisen lassen wir aber hier, weil es ist sehr, sehr, sehr wahrscheinlich, dass wir sterben. Die Axt können wir auch hier lassen, wir brauchen jetzt keine Axt. Ach komm, das ist eine Steinaxt, die nehmen wir mit. Drauf geschissen, wir brauchen was zu essen, auf jeden Fall. Wir sind gebratenes Hähnchen, die Äpfel nehmen wir auch noch mit. Wir wissen ja nicht, wie lange wir unterwegs sind. Guck mal, wir haben ja auch noch Steaks. Mensch, Steaks. Vielleicht nehmen wir... Ne, die Steaks lassen wir hier einfach mal so. Dann können wir das mal das Holz hier und dann nehmen wir mal lieber das Akazienholz mit. Das braucht nämlich keine Sau. So. Und dann geht es eigentlich einfach mal los. So, ich habe auch schon die Höhlen-Playlist angemacht, sage ich jetzt mal. Hier liegt noch ein Knochen. Jetzt muss ich erstmal überlegen, wo war denn diese Höhle? Die war ja eigentlich hier direkt oben. Wir sind doch quasi von hier, schon ja quasi gesagt. War die nicht? Hier war sie, genau hier. Da gehen wir jetzt mal rein. So, erstmal das Wasser weg. Vielleicht finden wir auch diesmal ein bisschen was Gutes und das ist hier nicht wieder so eine Mini-Höhle. Aber es sieht schon mal sehr danach aus. So, mal eine Sekunde. Einfach mal die Monster auch wieder anmachen. Weil sonst hat das Ganze, wow, mal gar keinen Sinn. Hier haben wir nochmal Eisen. Eisen ist immer gut. Eisen nehmen wir mit. Was sagt denn unsere Rüstung überhaupt? Ja, die sieht gut aus. Kann man eigentlich so lassen. Nehmen wir so mit. Kohle lasse ich erstmal da, wo sie ist. Weil da haben wir an unserem Berg noch genug. Von der Kohle. Und da sind schon die Spinnchen. Also eine. Wow. Hier, das war's jetzt, ja. Das war jetzt die mega Höhle. Hammer. Hammer. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ja. Super, gut. So viel dann zu der übelsten Höhle. Na komm, wir nehmen mal hier die Kohle mal noch mit. Vielleicht finden wir ja einen übelsten Abstieg in die Höhle. In die Höhle. In die Tiefe.
Das wäre ja schon cool. Wenn nicht, gehen wir einfach mal jetzt die Höhle wieder runter, wo wir das letzte Mal rausgekommen sind. Die ja sozusagen auf der anderen Straßenseite einfach nur war. Aber schauen wir mal. Wir gehen jetzt hier hoch. Na? Ich glaube, wir haben die Pfeile gar nicht mitgenommen. Aua. Aua. Mann, jetzt lass mich doch mal ran hier. Typ, ey. Meine Fresse, ey. So. Erstmal ein Chicken Wing futtern. Und dann geht das hier weiter hoch, wieder zurück in die Zivilisation. Zumindest fürs Erste. Ging es hier raus? Nein, da ging es raus. Da war das Wasser, alles klar, alles klar, alles klar. Dann sind wir schon wieder zurück. Toll, super. Na gut, aber wenn wir schon mal gerade hier sind, können wir auch das Eisen ablegen, was wir schon dabei haben. Hier rein, so. Kohle können wir dann auch gleich mal versemmeln. Das lassen wir alles noch hier drin. Ja, mehr haben wir ja gar nicht. So, dann nehmen wir mal hier die Pfeile mit. Jetzt haben wir nämlich schon 12 Pfeile. Es werden immer mehr. Ich nehme mal die Eichensetzlinge mit. Die setzen wir dann da drüben mal hin. So. Die Setzlinge. Mal das Kohle. Aha. Autsch. Okay. Und ich bin noch ein bisschen müde. Es ist für mich noch keine normale Zeit jetzt gerade zum Aufnehmen. Aber ich hoffe, das merkt man mir nicht ganz so an. Guck mal hier. Ach so, das war ja gar keine. Nee. Schade, schade, Schokolade. Aber gut, was soll's? Was soll's? Erstmal die Bäume hier hinsetzen, die Setzlinge. Und hier das hohe Gras ist ja auch neu in der aktuellen Version von Minecraft. Was ich eigentlich persönlich ein bisschen nervig finde. Das Gras war ja vorher schon nervig. Also so an sich war es ja hübsch. Oh ja, mal Kürbisse. Aber ansonsten. Was ist das denn da? Ach, ein Huhn. Ein Huhn. Kann sagen. Mich schon gewundert. Theoretisch können wir auch mal Sand abbauen. Das sieht doch gar nicht mal so kacke jetzt aus auf den ersten Blick. Und. Oh, das hier sieht gut aus. Hier gehen wir mal rein. Naja, toll. Also mit Höhlen ist hier schon ein bisschen sehr komisch alles. Das ist auf jeden Fall ausbaufähig. So, warte mal hier. Hier ging es ja, hier war ja das Ding. Wir gehen jetzt hier mal runter. Aber hier ist ja nichts im Prinzip. Ist ja nichts. Ist ja langweilig. Ich meine, es war so ganz schön, ganz hübsch. Haben wir jetzt noch Kohle. Aber an sich hat sich das jetzt nicht wirklich gelohnt. Wow, hey. Wahnsinn. Toll. Jetzt müssen wir bloß wieder rauskommen. Aber es ist kein Problem. So, Erde weg. Und schwupp sind wir wieder am Freien. Alles kein Problem. Langsam wird es dunkel. Ich hoffe mal, dass wir jetzt bis dahin eine Höhle gefunden haben. Weil das bis jetzt, was wir hier so hatten, fand ich jetzt nicht so pralle. Aua. Das hat gezeckt. Das hat wirklich gezeckt. Tja, so viel zu der Höhlenerkundungstour. Ma. Gibt's ja nicht. Lass mich jetzt hier wieder hoch. Wieder weg, nach Hause. Krempel ablegen und so. Und hier Zombie-Armee oder was? Aber Zombies sind, glaube ich, unser geringstes Problem. Auch im Real Life. Wir sind ja alle besser auf eine Zombie-Apokalypse vorbereitet als auf einen zweiwöchigen Stromausfall. Denke ich. Hoffe ich. Mich würde es schon interessieren, wie das wohl so wäre, wenn hier eine Zombie. Oh.
Oh, 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 oh. Hau mal ab. Oh, 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 oh. Huh. Das war ein bisschen knapp jetzt gerade. Ich glaube, wir gehen erstmal pennen und dann schauen wir nochmal. So. Mit epischer Musik. Schlafen! So. Hell ist es. Wir gehen wieder nach draußen. Und dann versuchen wir weiter unser Glück. Da brennt ein Skelett. Na komm runter. Komm runter. Okay, denn nicht. Ist mir auch egal. Mach doch, was du willst, ey. Scheiß Skelett hier. Guck mal hier. Der chillt hier oder was? So. Ich glaube, da drüben bei dem Creeper war ja auch unser Eingang. Den hätten wir uns ruhig mal ein bisschen markieren können. Das ist ja nicht so gut gelaufen. Scheint hier nicht ein Creeper? Oder habe ich mich nur verguckt? Mal wieder. Ja, gleich kommt er dann so. Pss, bumm. Ah ne, der zischt ja nicht mehr. Der macht ja jetzt nur noch Bumm. Ja, ist auch eine riesige Höhle hier. Wir hatten doch irgendwo, sind wir hier aus dieser Höhle rausgekommen. Das war knapp. Haha. So. Creeper ist weg. Ja, wir können auch so eine kleine Erkundungstour machen. Gucken wir uns mal die Gegend an. Was die so für uns zu bieten hat. Aber bis jetzt noch nicht so viel. Ja, hier waren wir gerade schon mal. Toll. Hä, wo war denn das? Ich weiß es nicht mehr. Wo war denn? Wo sind wir denn letztes Mal rausgekommen? Wir haben uns doch, glaube ich, irgendwie nach oben gegraben. War das nicht so? Weißt du noch damals? Es war irgendwo hier vorne, direkt am Strand. Jemand war schon wieder. Ma. Okay, na gut, dann laufen wir einfach mal so los. Völlig random in der Gegend umher. Kann ja nicht so schwer sein, was zu finden. Ma. So, hier ist schon mal nichts. Auf den ersten Blick. Hühner haben wir hier überall, aber keine anständige Höhle, die unser Eins würdig ist. Ich hab schon wieder Hunger. Bis wir angekommen sind, sind wir verhungert, ohne Spaß. Macht gar nicht mehr so viel Sinn, dann können wir gleich auch wieder zurückgehen. So, was haben wir hier? Nix. Hier waren wir schon. Ach ja, genau. Hier war das, glaube ich. Oh ja, hier war das. So, wir haben mal die Höhle schon mal gefunden. Da unten leuchtet es auch. Und dann gucken wir mal, dass wir hier vielleicht irgendwo was finden, wo wir unter Umständen noch nicht waren. Hier zum Beispiel. Weiß man, brauchen wir ein paar neue Fackeln. So, jetzt kann es weitergehen. So, hier ist ja schon mal nichts. Da ist auch nichts, da ist schon mal so ein Mini-Zombie. Ich hasse diese Viecher. So, Mistvieh. Hier ist Eisen, was wir ja hier Ewigkeiten lang gesucht haben. Oh, nicht mal wenig. Wo ist denn der Zombie? Hm. Oh, hier ist ja richtig viel Eisen, Mensch. Ist natürlich praktisch, dass wir jetzt hier doch ein bisschen mehr Eisen haben. So. Jetzt mal hier mal noch eine Fackel hin, nehmen das Eisen mit. Eisen werden wir, glaube ich, demnächst erstmal auch schon ganz schön brauchen. Zumindest brauchen wir mal ein bisschen Ersatz gegen
Genau. Aua. War das jetzt nur der Creeper? Gut. Das geht ja noch. Oh, und ich glaube, jetzt wird es interessant. Da steht noch ein Zombie. Er hat uns schon bemerkt. Aber wir sind auf jeden Fall im Vorteil. Da ist noch ein Zombie. Okay. Hier ist noch mehr Eisen. Dann geht es hier aber wieder hoch. In eine Sackgasse. Yay, Hammer, hat sich ja gelohnt. Hat sich ja richtig gelohnt hier. So. Eisen nehmen wir mit. Komm, wir haben jetzt hier schon ganz schön viel Eisen gefunden. Haben bestimmt schon einen Stack zusammen, oder? Nö, ein halbes. Knapp. Jetzt haben wir ein halbes. So. Boah, guck mal, wie viel Eisen jetzt. Unglaublich, unglaublich. So, das war die erste Spitzhacke. Oh. Oh, oh. Oh, geil. Hammer. So. Haben wir noch mehr Eisen. So, hier werden wir ein bisschen ausleuchten. Das ist noch mehr Eisen. Unglaublich. Wenn mal Diamanten so in der Menge vorkommen würden. Weil wäre schon cool, wenn wir uns so eine Diamantenrüstung machen könnten. Oder erstmal überhaupt ein Diamantschwert, das wäre ja schon mal ein super Anfang. Erstmal überhaupt Diamanten finden, das wäre schon cool. Da ist noch mehr Eisen und da ist schon eine Sackgasse, toll. Super, CI lohnt, ey. So. Ich hasse diese Sackgassen, aber davon haben wir so viele hier. Finde ich nicht so pralle. Oh, hier unten geht's weiter. Wahrscheinlich auch wieder eine Sackgasse. Ja, sage ich ja. Ach Mann, ey, das ist doch kacke. Ich will hier mal was Richtiges. Für Männer. Oder auch für richtige Frauen. Hier waren wir gerade. Genau, dann sind wir hier runtergepäst. Achso, okay. Sind wir von hier gekommen? Ja. Da müssen wir wirklich mal gucken. Da oben ist noch mehr Eisen. Da müssen wir wirklich mal gucken, ob wir hier vielleicht überhaupt irgendwas finden, was sich vielleicht lohnt für uns. So. Jetzt hier grasen wir mal einfach alles ab. Kriegen wir auch gleich noch mal ein paar Steine, obwohl ich glaube, dass wir jetzt mehr als genug Steine haben. Erstmal. Und wir kriegen auch noch mal haufenweise Steine dazu, wenn wir uns am Haus dann da den Berg wegrupfen. Aber da müssen wir mal gucken. Müssen wir schauen, ob das überhaupt was wird. Ich weiß gar nicht, was wird denn das jetzt hier? Was mache ich hier? Ist ja gar nichts weiter. Toll. Die Frage ist auch, wie kommen wir hier wieder raus? Ah, hier. Ich glaube, hier sind wir hergekommen. So. Genau, hier sind wir hergekommen. Das Lied ist ein bisschen anstrengend, finde ich ja. Moment. So. Gibt ja schon schöne Lieder, aber das gehört nicht dazu. So. Die Frage ist ja, wo kommen wir jetzt her? Von hier oben, wahrscheinlich. Von hier oben kommen wir. Draußen vom Berge, da komme ich her.